Ich danke für die Organisation dieses interessanten Workshops und auch für die Einladung, über die ich mich zuerst gewundert habe. Erst nach auf Nachfrage und Klärung eines der Organisatoren habe ich dann zugesagt und ich versuche, die Einladung zu rechtfertigen, denn weder Schlick noch seine Anhänger waren befasst mit Brunngraber im Wiener Kreis. Und darüber hinaus ist ja bekannt, dass Schlick der Antipode von Neurath war. Ich beginne etwas autobiografisch, das wurde ja schon angedeutet. Wir hatten in Wien 1982 diese Ausstellung über Neurath und parallel dazu ein Symposium, Neurath und Schlick. Und mir war schon damals klar, dass der Beitrag von Wendelin Schmidt-Denkler ein guter Beginn war für die Diskussion des Zusammenhangs zwischen wissenschaftlicher Philosophie und Literatur. Und ich habe gleichzeitig damals schon die Gemeinsamkeiten und Gegensätze von Schlick und Neurath im Rahmen des Parallelsymposiums angesprochen. Was waren diese Gegensätze von der Herkunft her zwischen Bürgertum und Proletariat? Unterschiedliche Auffassung von der Rolle der Philosophie, unterschiedliche Auffassung von der Bedeutung wichtiger Bezugspersonen wie Wittgenstein, Brecht, natürlich Brunngraber, Hilde Spiel-Amery, Robert Musil. Es war die Frage, ist Antifaschismus auch Antinazismus? Ist das identisch? Der Sozialismus teilte die beiden und erkenntnistheoretisch, ob es eine Art, jetzt vereinfachend gesprochen, Korrespondenz oder Kohärenztheorie der Wahrheit geben solle. Aber, das ist ganz wichtig, trotz all dieser großen Unterschiede verweise ich auf beachtliche Gemeinsamkeiten. Sonst hätten die nicht über 12 Jahre gemeinsam in der Boltzmanngasse diskutieren können. Es war der Naturalismus, die monistische Weltauffassung, der Antispengler, pointiert, das Bekenntnis zum logischen Empirismus, das heißt der moderne Empirismus in Verbindung mit formaler Logik, symbolischer Logik. Und es war, das ist wichtig zu betonen, die Einbettung in die Kulturbewegung des Roten Wien. Ich habe sie Spätaufklärung genannt, die verbunden war mit den Elementen der Antimetaphysik, eines Epikureismus und mit einer Identifikation von Personen, die nicht universitär etabliert waren. Im Gegenteil, Schlick hat sich umgeben, neben den renommierten Mitgliedern Philipp Frank und Hans Hahn, mit Studenten, die eigentlich linke Positionen explizit vertreten haben, sozialdemokratisch bis kommunistisch. Ich habe sie hier aufgezählt. Man kann jetzt diskutieren, ob diese Gegensätze stärker waren als die Gemeinsamkeiten. Und man kann diskutieren, ob diese Positionen wirklich elaboriert waren oder ob sie eigentlich programmatische Ansagen gewesen sind. Im Zusammenhang zur Ethik im Wiener Kreis gibt es inzwischen genügend Forschung und Gesamtdarstellungen, die ich hier erwähnt habe. Auf alle Fälle können wir einen sinnvollen Zusammenhang zwischen Schlick und Literatur herstellen, genauso wie Neurath und die Literatur. Ich habe das schon einmal hier präsentiert im Zusammenhang mit Wiener Kreis und Wiener Gruppe. Das Wiener Kreismitglied Bergmann sagt, also das, was eigentlich die Psychoanalyse der Wiener Kreis und die reine Rechtslehre waren, entsprach im künstlerischen Bereich Broch, Canetti und Musil. Und Musil hatte über Ernst Mach dissertiert in Berlin, hat alle Publikationen des Wiener Kreises wahrgenommen. Genommen und sie auch im Tagebuch kommentiert.
Ich werde das jetzt nicht zitieren. Das sind Bekenntnisse von Anhängern von Schlick und Wiener Kreis. Und wir haben ja in dem kommenden Buch diese Thematik hoffentlich ausgearbeitet für die weitere Diskussion. Das, was neu ist, aus meiner Sicht, wäre der Kontakt zwischen Schlick und Schnitzler, der im Jahre 27 nach einem Besuch bei den Schlicks, dem Ordinarius, seine Broschüre Der Geist im Wort und der Geist in der Tat, vorläufige Bemerkungen zu zwei Diagrammen widmete. Und das, denke ich, sollte in Zukunft weiter thematisiert werden. Ich konnte die Widmung erst vor kurzem mit Hilfe eines Experten dechiffrieren, weil die Handschrift von Schnitzler katastrophal ist, so wie die von Gödel. Aber sie lautet: Herrn Professor Schlick, diese bescheidene Gegengabe mit verehrungsvollem Dank und Gruß. Arthur Schnitzler, 7.7.1927. Die Frage ist: Eine Gegengabe wofür? Meine Vermutung ist, dass diese Broschüre, die schwer mit dem literarischen Werk von Schnitzler verbunden werden kann, sich auf Schlicks Ethik bezieht, zum Beispiel auf seinen Aufsatz vom Sinn des Lebens, 1927 in Symposion erschienen. Was ist diese Broschüre? Sie schematisiert einen Dualismus von Denken und Handeln und ist eine populärphilosophische Arbeit über Persönlichkeitstypen. Mich hat es an Kretschmer erinnert. Schnitzler geht von angeborenen mentalen Dispositionen aus, von spezifischen und allgemeinen Begabungen und sogenannten Seelenzuständen. Aber er begreift diese zwei Parallelogramme, die wirklich sehr schematisch wirken als wertfreie Typologien. Und es erhebt sich die Frage, wie sind diese Parallelogramme, diese beiden Diagramme vereinbar mit Schnitzler als Antimetaphysiker und Darwinist? Die Tagebucheintragung habe ich hier sehr trocken, protokollarisch. Aber sie belegt diesen Kontakt und man sollte sich weiterhin fragen, was hat Schnitzler dazu angetrieben, genau diese Schrift Schlick zu widmen. Schlick kommt von der Naturwissenschaft, er hat bei Max Planck dissertiert, war einer der ersten Interpreten der Einsteinschen Relativitätstheorie und hat nach seiner Berufung 1922 in Wien sich der Philosophie im Ganzen gewidmet, obwohl das Lehrstuhl in der Nachfolge von Boltzmann und Mach war, Philosophie der induktiven Wissenschaften, das hieß also eigentlich Naturphilosophie. Bereits in der Antrittsvorlesung sehen wir hier im zweiten Paragraphen diese kurze Zusammenfassung: Orientierung am exakten Denken bedeutet nicht Beschränkung auf die Gebiete der Philosophie, die mit Naturwissenschaften, Physik und Biologie offenkundig und direkt zusammenhängen, sondern alle philosophischen Disziplinen mit gleicher Liebe, aber subspecie naturae behandeln. Geschichtsphilosophie wie Erkenntnislehre, Ästhetik wie Ethik. Es gibt also keine Priorität und es gibt nach Schlick in der Wissenschaft und Philosophie keine Pyramide von oben nach unten. Das lässt sich erklären aus seinen weiteren Lebensetappen und besonders hier in Wien mit der Begründung seines Zirkels, der später als Wiener Kreis in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen ist, auf Anraten seiner begabtesten Schüler Herbert Feigl und Friedrich Weismann. Aber
Mir scheint besonders betonenswert, dass Schlick neben seiner universitären Lehre und Forschung sich gleichzeitig auch in der Wiener Kulturbewegung und Volksbildungsbewegung aktiv beteiligt hat. Er war Mitglied der Ethischen Gesellschaft und hat sich von 1928 bis 1934 als Vorsitzender des Vereins Ernst Mach zur Verfügung gestellt und diesen aktiv verteidigt und bis zur Auflösung auch mit einem Protestschreiben gegen die Machthaber, gegen die städtestaatlichen und austrofaschistischen Machthaber legitimiert. Der Kontakt mit Wittgenstein war einflussreich, aber er wurde kein Hardcore-Wittgensteinianer. Die tragische Geschichte ist bekannt, auf die gehe ich hier nicht ein. Wir machen keine Kriminal-Episode. Die Ermordung am 22. Juni 1936 beendete den Höhenflug dieser Philosophie, die in der Zwischenzeit international sich etabliert hat und anerkannt war. Wenn wir zusammenfassen wollen, was Schlick damals vertreten hat, und zwar repräsentativ zusammenfassen, dann gibt es eine Selbstdarstellung, die posthum erschienen ist, erst 1950, aber Mitte der 30er Jahre geschrieben wurde. Und die Unterstreichungen stammen von mir zur besseren Wahrnehmung. Es geht ihm um die Unterscheidung des Rationalen vom Empirischen, also logischer Empirismus. Und, das war auch wichtig, dass die rationalen Wahrheiten durch Sprachanalyse geklärt werden sollen. Also der Sinn eines Satzes ist die methodische Verifikation, war ein bekanntes Postulat. Das aber, und das war schon früher ein Thema, dass die Wirklichkeit, dass die Sätze, die rein analytisch-tautologischen Charakter sind, nichts über die Wirklichkeit aussagen, aber gerade deswegen sind sie auf jede beliebige Tatsache der Welt anwendbar. So besteht Erkenntnis ihrem Wesen nach in einer Wiedergabe der Ordnung der Struktur der Welt. Und er endet, damit ist jeder mit der Physik das Urteil gesprochen, denn gerade dies hat sie von jeher gewollt, indem sie sich das Ziel setzte, das eigentliche Wesen des Seins zu erkennen. Absage an den Dualismus. Nun, was bedeutet das für die Ethik? Mit der Antrittsvorlesung schon angedeutet. In der Ästhetik und Ethik führt der strenge Empirismus zu dem Ergebnis, dass es keinen Sinn hat, von absoluten Werten zu sprechen. Nur die bei den Menschen tatsächlich vorgefundenen wertenden Verhaltensweisen können Gegenstand der Untersuchungen sein. Auf diesem Standpunkt ergibt sich eine neue Begründung, eine Art Eudämonismus, dessen Moralprinzip ungefähr lautet: Mehre deine Glückseligkeit. Mehre deine Glückseligkeit. Nun, es ist klar, dass das fragmentarische Ansätze waren für eine ausgearbeitete Moralphilosophie, aber Schlick hat schon sehr früh begonnen, sich mit dieser Glückseligkeitslehre, Epikurismus, Eudämonismus auseinanderzusetzen. Ja, im Gegensatz zur kantischen Moralphilosophie zu präsentieren. Und im Nachlass finden sich weitere Schriften und Dokumente, die im Rahmen der laufenden Moritz Schlick-Edition herausgegeben werden. Das zentrale Buch ist natürlich Band 4, Fragen der Ethik, und zwar im Rahmen der Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung. Das ist wichtig zu betonen, das war nicht außerhalb dieser Bestrebungen, sondern innerhalb zu betrachten. Und Schlick hat
dieses Büchlein gegen die Auffassung von Wittgenstein geschrieben, der ja in seinem Traktatus der Meinung war, Ethik und Ästhetik sind eins, aber darüber kann nicht gesprochen werden. Das ist die Meinung von Schlick in seinen Fragen der Ethik. Erstens ist die Philosophie keine Wissenschaft, sondern eine Tätigkeit. Es gibt also, wie wir gehört haben, keine Priorität bezüglich Natur oder Kultur, aber auch nicht bezüglich einer theoretischen oder Wertphilosophie. Ethik und Ästhetik können im Konzept eines konsequenten Empirismus betrieben werden. Es gibt also eine wahrscheinlichkeitsbedingte Ethik der Güte gegenüber einer absoluten Ethik der Pflicht, Klammer Kant. Und Philosophie und Psychologie verbinden sich dadurch zu einer, das ist meine Terminologie, Felicitologie gegenüber dem kategorischen Imperativ. Und die Zielsetzung ist klar, das Buch soll eine Anregung zu philosophischer Tätigkeit sein und ein Beitrag zu psychologischer Erkenntnis. Den Inhalt habe ich hier auch gespiegelt. Das war aber nicht das einzige Werk von Schlick in seiner Wiener Zeit. Es erschien eine Monographie und auch ein Zeitschriftenaufsatz unter dem Titel Vom Sinn des Lebens. Nur die Folgerung daraus, Schlick wörtlich, Sinn des Lebens liegt im tätigen Spiel als Selbstzweck. Solche Tätigkeiten gibt es wirklich. Wir müssen sie folgerichtig Spiel nennen. Denn das ist der Name für freies, zweckloses, das heißt in Wahrheit den Zweck in sich selbst tragenden Handelns. Und das ist euphorisch und durchaus affirmativ, der Sinn des Lebens ist die Jugend, bewahre den Geist der Jugend. Und zwar das im Sinne der Jugendbewegung, die er auch sehr gut kannte. Wir haben weitere Dokumente für Schlicks Ethik und Moralphilosophie in den nachgelassenen Aphorismen. Es gibt tausende von Aphorismen und einige hundert hat seine Witwe Blanche Hardy Schlick, die in Wien geblieben ist, im Jahre 1962 im Eigenverlag herausgegeben. Sie konnte keinen Verleger finden. Und ich habe einige ausgewählt, um zu zeigen, wie Schlick also parallel dazu auch gedacht hat. Für ihn gab es nur eine gesamtwissenschaftliche Betrachtungsweise. Es gibt nicht geisteswissenschaftliches und naturwissenschaftliches Denken, es gibt nur wahres und falsches Denken. Und dann diejenigen, die unablässig die Redeweisheit von der Flachheit naturalistischen Denkens im Munde führen und nie von der Natur sprechen können, ohne ein bloß oder unfrei oder dergleichen hinzuzufügen, sind wirklich solche Kinder nicht zu sehen, dass die Unterscheidung Natur, Kultur und Körper, Geist, Seele und die hochmütige Behauptung der bekannten Rangordnung zwischen ihnen der billigste und trivialste Gedanke ist. Hier in Fettdruck einige Gedanken zur Ethik. Keine Moral ohne Versöhnung der Gegensätze. Keine Versöhnung der Gegensätze ohne Humor. Keine Moral ohne Humor. Alle soziale Moral ist Rücksicht auf die anderen. Der vornehme Mensch ist schlank, nimmt wenig Platz ein. Zukünftige Staats- und Gesellschaftsform. Demokratie der materiellen Güter, Aristokratie des Geistes. Und vielleicht heute besonders aktuell, ich fürchte, national bedeutet immer etwas Negatives, immer Beschränkung. Soll man das Gute nicht überall fördern, das Böse nicht überall bekämpfen? Dann wendet er sich gegen den Nationalsozialismus und formuliert damals in den 30er Jahren, was bemerkenswert ist, ein Plädoyer für den Liberalismus als die einzige politische Denkform. Wenn wir also diese Endphase von Schlick im Wiener Kreis betrachten,
kann seine Hinwendung zu den Wertfragen und kulturphilosophischen Themen mit teilweisen Rückgriff auf seine ethischen Anfänge nicht überraschen. Gerade die Lage der Philosophie und Gesellschaft in Wien mit dem aufkommenden Faschismus und dem drohenden Nationalsozialismus veranlassten den besorgten Philosophen, übrigens ähnlich wie den Mathematiker Karl Menger, seine Aphorismen wieder den Untergang des Abendlandes aller Spengler zu formulieren. Und es kann nur empfehlen, sich das durchzublättern. Es ist eine leichte Lektüre, aber es vermittelt einen sehr prägenden Eindruck von Schlicks Denken, der sich immer stärker unter Druck fühlte von der politischen Entwicklung in der Ersten Republik und von der Zerschlagung der Demokratie. Diese Auswahl aus einer großen Menge bietet eine pointierte Einsicht in seine Gedankenwelt jenseits der akademischen Publikationen. Sie fokussiert vor allem auch auf zentrale Thesen seiner Lebens- und Weltanschauung in ungeschminkter Manier. Und inmitten einer antagonistischen Umwelt kommt der Demokrat und liberale Schlick daran anschließend zu seinem konsequenten Individualismus als Korrelat zum konsequenten Empirismus. Der allmächtige Staat muss entzaubert werden zugunsten eines Völkerbundes zur Beförderung des Glücks aller Völker, aber nicht im eingeengten Korsett eines nationalistischen Sozialdarwinismus. Und dementsprechend folgt Schlicks Kritik an jeder Form des Nationalismus als zerstörerisches, immer negatives Element mit Beschränkungen. Schließlich lesen wir auch zum NS-Staat dieses Plädoyer für die Demokratie. Es ist also nicht mehr überraschend, wenn wir in der aus dem Nachlass von Schlick, von dessen Schüler Josef Rauscher, einem Proponenten der ethischen Bewegung herausgegebenen Büchlein Natur und Kultur im Vorwort lesen, dass Schlick in den letzten Lebensjahren vorwiegend Probleme der Geschichts- und Kulturphilosophie verbunden mit Ethik in den Mittelpunkt des Interesses stellte. Neben seinen einschlägigen Vorlesungen arbeitete der skeptische Zeitgenosse an einem Buch über Natur, Kultur, Kunst, das er wegen seines frühen Todes nicht mehr vollenden durfte. Im Zentrum des Fragments steht die Frage nach dem Leiden an der Kultur, speziell als Daseinsnot, Liebes- und Geistesnot, wovon aber nur die erste abgeschlossen werden konnte. Die Ausführungen zum Staatsbegriff sind insofern originell, als Schlick darin einen nicht-territorialen Staat als konkrete Utopie skizziert, der nur durch die Bevölkerung definiert werden sollte, die freiwillig zu Bürgern verschiedener Staaten werden. Damit wäre, wie auch vor einiger Zeit Hubert Schleichert in seiner Vienna Circle Lecture ausführte, die friedliche Koexistenz mehrerer Invisible States gleichzeitig in ein und demselben Territorium möglich, was jede nationalistische Welt- und Gesellschaftsordnung ad absurdum führen würde. Ich zitiere, das ist jetzt nicht auf dieser Folie. In unserer ganzen europäischen Kultur ist nichts, was dem Menschen größere Daseinsnot bereitet als der Staat. An ihm leiden wir am meisten, da man an der ursprünglichen Idee des Staates, Zusammenschluss zu Schutz und Hilfe durch Vernunft geschaffene Institutionen, nichts auszusetzen ist. So muss der Fehler an der Durchführung der Ideen liegen. Die erste Frage wäre, wer nimmt denn an der Vereinigung teil? Nach welchem Prinzip findet die Auswahl statt? Zitat Ende. Und er gelangt geradezu visionär wie utopistisch zur Behauptung, dass das Unnatürliche an unseren Staaten ihre Grenzen seien. Wobei die einzige Grundlage für Zusammenschluss verlässliche ethische Eigenschaften wie Charakter und Friedfertigkeit jenseits aller ethnischer, politischer und religiöser Zugehörigkeit sei. Ich zitiere,
Der gute Wille allein kann letztes Prinzip des Zusammenschlusses sein. Der so gebildete Staat ist die wahre Civitas Dei. Zitat Ende. Es ist offensichtlich, dass diese Ideen aus heutiger Sicht manchmal als naiv und mit wenig politischer Realitätsorientierung erscheinen. Auch haben wir hier noch ein etwas unausgegorenes Demokratieverständnis vor uns, welches eben an Unvollständigkeit und Facettenhaftigkeit leidet. Immerhin finden wir unter den unveröffentlichten Manuskripten wertvolle Seiten wie über Regieren, Staat und Kultur, Natur, Kultur, Kunst sowie als graue Literatur Fragen der Welt- und Lebensanschauung nach Vorlesungsschriften, Niederschriften aus dem Sommersemester 1932, 35, 36 von seinem Studenten Josef Rauscher und Johann Zehetner herausgegeben. Darin werden Kulturprobleme im Zusammenhang mit Moralproblemen behandelt. Ich zitiere daraus, weil das so eine Art bekenntnishaft wirkt. Schließlich kommen wir wieder auf einen Gedanken zurück, den wir bei der Betrachtung des technischen Kulturgebietes ausgesprochen haben. Es ist denkbar und wahrscheinlich, dass sich einmal ein Zustand herausbildet, in dem die Menschen wieder die Natur, wieder der Natur näher und darum glücklicher werden. Dieser Gedanke lässt sich auch auf das Gesellschafts- und Geistesleben übertragen. Gesellschaft und Kunst wären dann nicht mehr etwas Unnatürliches. Die Kunst würde dann nicht mehr abseits vom eigentlichen Leben stehen. Sie würde viel mehr als ein eigenes Kulturgebiet überflüssig werden, weil das Leben selbst zu einem Kunstwerk geworden wäre. Die natürliche Kultur würde uns alles das bieten, was uns heute in der Kunst ergötzt und tröstet. Dieser Gedanke mag kühn erscheinen, aber er ist eben nach unseren Überlegungen nicht mehr überraschend. Er findet sich schon bei Kant, der freilich den Ausdruck Kunst in der allgemeineren Bedeutung von Kultur verwendet. Zitat Ende. Ich denke, dieses Programm der Einheit von Natur, Kultur und Kunst ist ein Desiderat der Forschung. Als aktuelle Variante eines monistischen Weltbildes, welches den Bereich der Tatsachen und Werte in einen humanistischen und kosmopolitischen Kontext zu stellen versucht. Oder in Schlicks eigenen Worten, zitiere, Kunst ist Sehnsucht nach Natur, Kultur ist eine Brücke, deren beide Enden auf Natur aufruhen. Zitat Ende. Ich denke, dass Schlick gerade dieses Programm ausgearbeitet hätte, wäre er nicht gewaltsam aus seinem produktiven Leben gerissen worden. Und zur Erinnerung, dieses produktive Leben hat eben mit eingeschlossen seine Beteiligung in der monistischen Bewegung, in der ethischen Bewegung, im Verein Ernst Mach und an vielen Initiativen. Ich erwähne nur Palästina, Zionistenkongress in Wien und seine Liebe zur Literatur und Kunst, die ich nur andeuten konnte. Wer sich dafür interessiert, im Detail, hier ist eine historisch-kritische Ausgabe, die noch läuft. Und wer sich für den Kontext interessiert, es sind die Begleitpublikationen zu unserer Wiener Kreisausstellung, die derzeit noch in Paris zu sehen ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Professor für Ihre Intervention. Ja, vielleicht, ich finde es interessant, dass Sie die beiden, dass Sie die Methoden genannt, also Neuer und Glück, ja beide so intensiv mit der Frage des Glücks auseinandergesetzt haben. Aber mir ist jetzt zumindest im Moment nicht präsent, dass das jemals zu irgendeinem Austausch geführt hätte oder sie oder was. Und dann habe ich noch eine zweite Anmerkung. Also die zweite Ja. Anmerkung war, dass du die ganze Zeit diesen Satz, keine Moral ohne Humor, Ja. irgendwie näher zu kommen mit einer richtigen Frage. Hatte das damit zu tun, dass man keine moralisch absoluten Positionen einnehmen soll und es gewissermaßen moralistisch
relativiert oder was ist Ja, war der kategorischen Imperativ als einfach zu strenge Vorschrift. Und er war der Meinung, in Fragen der Ethik, das, was immer als Moral gefordert ist, ist eigentlich eine natürliche Neigung zu Freude und Lust und zu einer optimistischen Weltsicht. Das heißt, das braucht man nicht eigentlich normativ einzuführen durch eine Kategorie oder ein Axiom. Daher ist dieser natürliche Weltbegriff für Schlick ganz wichtig. Und da treffen sich Neurath und Schlick, der eine zwar kollektiv, Epikureer, der andere individuell, aber das ist eine Schnittmenge, die beachtlich ist. Also monistisches Weltbild, gesamtwissenschaftliche Betrachtungsweise, Antimetaphysik, naturalistische Orientierung. Und die Diskussion im Wiener Kreis ging nicht um Ethik und Moralphilosophie, wie wir wissen. Das waren Privatsphären nebenbei. Aber was besonders entscheidend ist, dieses Buch ist ein Ausdruck einer persönlichen Auseinandersetzung und Betroffenheit. Wir wissen ja, dass Schlick sich seit Beginn der 30er Jahre wirklich bedroht fühlte, nicht nur vom späteren Mörder, sondern auch alleingelassen fühlte vom Ministerium, von der Polizei, vom Staat und eine unglaubliche Panik hatte über den Aufstieg des Nationalsozialismus. Und er wollte ein Menschenbild entwerfen, das er selbst praktizierte, aber dass er selbst, das für ihn eine Alternative darstellte, sozusagen zur deutschen Pflichtethik. Ja, darf ich ganz kurz? Ja. Also ich habe dann doch sehr stark den Eindruck, dass es hier einfach um ein Wunschdenken geht, nicht? Wenn man gerade den Begriff der Lust ins Spiel bringt, es gibt ja die Lust an der Grausamkeit. Und es sind ja auch Evidenzen, die es gerade in der Zeit wahrscheinlich auch gegeben hat oder die sichtbar waren. Ja? Also die Gewaltausbrüche in Deutschland, im nationalsozialistischen Deutschland, aber auch in Österreich, wo man ja bemerkt hat, dass sozusagen gerade die Nazis gesetzt haben an diesen sozusagen Lustempfindungen ihrer Anhänger. Also deswegen wollte ich nur sozusagen ein bisschen hier ich will da nicht psychologisieren, ja, aber das scheint doch auch so eine bestimmte Abwehr, bestimmte sozusagen zeitgenössischen Entwicklungen gewesen zu sein, dass jetzt sozusagen eine Art von Verbindung zwischen Ethik und Lust hergestellt wird, die vielleicht jetzt empirisch nicht so deutlich auf dem Tag das beschreibt aber schon in seinem Buch ganz eindeutig, dass es gibt eine philosophische Tradition. Und er hatte ein großes Manuskript hinterlassen, der neue Epikur. Es geht um die epikureische, diesseitsorientierte Philosophie. Ja. Das hat mit den anderen möglichen Lustvarianten nichts zu tun, aber er versuchte Lebensfreude, Hedonismus und Eudaimonismus in den Vordergrund zu schieben. Und das war ja eine Minderheitenposition. Also die Moralphilosophie war eine Wertphilosophie, die Werte begründete. Und das hat Schlick abgelehnt, weil er eben sagte, ja, wir können das Verhalten der Menschen beschreiben empirisch, das ist Psychologie. Und ich gebe dazu einige Anregungen, das Spiel, die Jugend oder das Handeln ohne Zweck, also Selbstzweck, das ist das, was eigentlich bis ins Alter garantiert eine humanistische Einstellung. Und für ihn war das natürlich, man kann sagen, es ist naiv angesichts der
historischen und politischen Entwicklung. Und man kann sagen, dass das eine aus, also in seinem Werk und auch im Wiener Kreis eine Minderheitenposition gewesen ist. Aber es war ein Ausdruck eines Lebensgefühls, das auch auf die Jugendbewegung zurückgeht und auf seine Orientierung an der antiken, am antiken Epikurismus und an der englischen Mill kommt sehr oft vor. Und das wäre sozusagen eine Gegenposition gewesen an der Universität Wien, damals ohnehin der Moralphilosophie und im Wiener Kreis. Nicht, aber in der Kultur, in der Wiener Kulturbewegung war es eine dominante Position. Naturalistische Ethik seit Friedrich Jodl. Das war die ethische Bewegung. Bitte. Ich hätte das Ende ist, wenn es auch fragen, dass man den Park schließt, wo aber auch Männer in der Zeit geschrieben, extrem negativ präsentiert wird von Karl und Paul, also unter dem Stichwort bürgerliche Ethik und so. Ja. Und dann würde mich interessieren, was dort der Hintergrund ist. Und die andere Sache ist, also das mit dieser Felizitologie und wer diesen Begriff verwendet, der Neurath ja tatsächlich explizit, glaube ich, in diesem Text von 1915 da. Und bei Neurath hätte ich den Eindruck, ist es eben wirklich ein empiristischer Ansatz, weil er im Prinzip sagt dann ja, wir müssen uns halt anschauen, was sind Faktoren, die Menschen dazu bringen, sich glücklich zu fühlen. Und dann ist Felizitologie, das ist die sozialwissenschaftliche Disziplin, die Bedingungen dafür hat, dass es funktioniert. Ist das beim Schilling auch so? Weil, also wenn es nämlich so ist, dann wäre das ja was ganz anderes, das, was er dann sagt über das Spiel und so, weil das sind ja dann wirklich so quasi so Handlungsvorschläge, die er da bringt und die so tatsächlich dann bürgerlich naiv wirkt. Ja, also der Gegensatz ist klar. Bei Neurath ist das eine Auffassung, eine gesellschaftliche, theoretische Position, also das, was er später in diesem Inventory of the Standard of Living ausführt. Es gibt Indikatoren, empirische Indikatoren, die anzeigen, was heute sagt man Lebensqualität, Zufriedenheit und Glücks. Das wird ja angeblich auch gemessen inzwischen. Und das, bei Schlick ist das eine individuelle moralische Einstellung, die aber korreliert wird mit der Rolle des Staates. Das heißt, es ist keine kollektivistische Positionierung, sondern ein Individualepikurismus. Daher war das aus der Sicht von Carnap und Neurath angemessenerweise eine bürgerliche Ethik. Und das erklärt ja auch den Gegensatz zwischen Neurath und Schlick im Wiener Kreis. Neurath hat sich ja, Schlick hat sich auch noch nicht beteiligt im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum und er hat, er war nicht am, sozusagen im Marxismuszirkel, aber er hat in der Reihe wissenschaftliche Weltauffassung die Arbeit nach langer Diskussion von Neurath aufgenommen, die empirische Soziologie, wie wir wissen. Das heißt, es gibt einen Minimalkonsens und ein Bekenntnis zu einem Rahmen, das beide trotz aller Differenzen teilen. Und das ist das Bemerkenswerte, denn auch der Neurath hält den Kontakt zum Schlick bis zu dessen Ermordung und lädt ihn ein in die Konferenzen for Unified Science. Und das muss man anerkennen und auch würdigen, dass trotz dieser oft emotionalen Härte, die sich in der Korrespondenz spiegelt, sozusagen die Kooperation nicht in Frage gestellt wird. Ja, also das ist die Begegnung mit dem Schnitzler.
Abendessen und den Austausch der Schriften, wo man dann weiß, was er nach dem Künstler ausgeschrieben hat. Also was für mich interessant ist, es ist eigentlich diese Utopie, die so stark ist, also auch im Bereich der Ethik, im Bereich der Staatstheorie, also bei der und die Gegensatz steht zum Kulturpessimismus, der eigentlich in der Wiener Moderne der Zeit vorherrscht. Das ist aber auch der Schlüssel, der vielleicht ein ähnliches Weltbild, wenn man es positiv gewendet hätte, gehabt hätte, wieder schräg, aber ich habe eher gesehen, hallo, das geht in die andere Richtung. Das ja. Zimbabwe gehört mehr. Insofern ist es der Schräg für mich, also ich habe das jetzt zum ersten Mal so gehört, auch so ein Lehrer für mich auch. Das ist fast eine gewisse Zeit. Ne? Also der so in meiner zunehmend Verlusterungen eigentlich ist etwas so eine Utopie aus der Wache ziehen, so, das ist so unser Leisch. Ja, ich glaube, bei Neurath ist es sogar explizit und bewusst ausgearbeitet als Utopistik. Der hatte das so gefordert. Und bei Schlick ist es so, man kann das nennen, Utopie als Flucht nach vorne und als Hoffnung auf eine bessere Welt und Zukunft. Und die Begründung dafür versucht er in einem naturalistischen Menschenbild zu suchen, weil er bis zum Schluss der Überzeugung war, eigentlich kann niemand Interesse haben, dass man eingegrenzt wird, dass man diskriminiert wird, dass man verarmt etc. Und wem sollen Kriege was bringen? Und diese Idee, also wenn man sich die heutige Weltlage anschaut und sagt, also wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht und das noch einmal liest, dann wäre das ein Diskussionsangebot. Weil das würde bedeuten, dass nicht zwei Staaten auf zwei Territorien, sondern zwei Staaten in einem Territorium möglich sind. Und das ist eine ganz moderne Ansicht, die auch der Kelsen geteilt hat, dass die Leute, die im Rahmen auf einem Gebiet, an einer Grenze sind, bekennende Staatsbürger werden anerkannt, aber die können auch Doppelstaatsbürger sein und das ist keine Definition, keine ethnozentrische Definition. Und das hat Schlick gegen jeden Nationalismus sozusagen getrieben, direkt in der Ausarbeitung seiner Moralphilosophie. Es gibt neuere Theorien darüber, über diese Multistaatlichkeit. Das ist aufgegriffen worden, unabhängig von der Schlick-Forschung, als mögliches Modell, das damals als Weltbürgertum oder Kosmopolitismus herumgegeistert ist. Jeder in der Arbeiterbewegung, der Neurath im Besonderen, also dieser Feminismus, der hat auch seinen Ausdruck gefunden hat in der sozialdemokratischen Bewegung, also der Zeit damals in der Entwicklung von Jürgen Bauer, der so den Jugendlichen gesagt hat, die setzte Generation vor den Jugendlichen. Und das wird dann immer wieder gefunden. Also dieser Glaube, die Vorwärtsstrategie, ja. Ist dunkle Zeit durchgegangen. Ja. Dieses Festhalten an dem, ganz egal, was da drin ist. Und warum passiert. Ideal der neue Mensch, ja. Ich bin beschrieben, auf einer liberalen, individualistischen Ebene. Ja, und das ist eine Schnittmenge, die. Ich glaube, sie kann nicht aufgelöst werden, weil das unterschiedliche Positionen sind, aber von der Zielsetzung her verwandte Positionen. Das ist schon nur eine wahrscheinlichkeitsbedingte Ethik der Güte. Er hat gemeint, und es ist immer vor der Kant-Lektüre zu interpretieren,
Der kategorische Imperativ ist ja universal gültig. Und er sagt, das ist nicht möglich. Das ist sozusagen eine, wir machen auch Fehler, wir schätzen uns falsch ein, wir können erst im Nachhinein korrigieren, weil eben die Welt um uns auch nicht deterministisch ist. Und das gilt auch, das gilt für die Natur, für die Physik, aber auch für die Moral und für die Ethik. Also analoges Denken, das er übertragen hat. Und das war durchaus konsequent, weil das auch der Probabilismus hat ja, war im Wiener Kreis ein besonderes Thema und wurde ja auch natürlich von der traditionellen Philosophie attackiert, als Beliebigkeitsdenken und als unverbindliches, dezisionistisches Denken. Aber er hat es offensiv verteidigt und er hat ja dazu auch theoretisch geschrieben. Ja, also ich war sehr interessant auch. In dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen eine differenziertere Brücke auf den Wiener Kreis haben mit Otto Neurath, der hier mehrmals in vielen Vorträgen vorkommt, und jetzt mit Moritz Schlick. Und das, ich glaube, das ist, also diese Differenzen, also die können nicht nur damit erklärt werden oder abgedeckt werden, dass man über die linke Flügel und dann den nicht linke Flügel im Wiener Kreis so politisch jetzt redet, sondern da scheint tatsächlich eine sehr andere Blicke auf die soziale Realität, also ja. mit Schlick. Und also dein Anliegen ist, Wiener Kreis im Kontext zu untersuchen und zu betrachten, nicht seit vielen Jahren schon. Und das ist natürlich auch hier der Fall. Also bisher wurde zumindest ein paar Mal behauptet, dass die Kultur der neuen Sachlichkeit wäre das, was sozusagen der Zeitgeist oder so repräsentiert. Und dass, wenn Schlick sagt, Kunst ist dann als Sehnsucht nach der Natur zu sehen, das ist ein ziemlicher Kontrast. Und das kann man natürlich als Eskapismus oder Utopie und so weiter auch sehen. Aber auch als eine Reaktion auf die Krise vielleicht, was tatsächlich für die neue Sachlichkeit zentral ist. Mhm. Und, aber da konkret auch, wenn man diese Veranstaltung jetzt betrachtet, also was jetzt Schlick in seinen ethischen Texten, das ist eine Reihe von Texten, der Zwischenkrise geschrieben hat, wie passt das zusammen, zum Beispiel damit, dass Alfred Kose über die Krise des Mittelstandes gesagt hat, und damit es viele Philosophieprofessoren, das aber zum Beispiel weniger verdienen als unsere Waschfrau. Die Waschfrau oder sowas, was diese Unterhaltungskultur, was ebenfalls Alfred Kose sagte, also das ist so, was da geschaffen wird, sozusagen ein Bild, also das ist ein Schlitzke irgendwie, der doch hier diese Texte schrieb, also was für ein Verhältnis das ist. Und ganz konkret die Frage, also dieser Brunngrabe-Roman Karl lesen, das ist, das endet mit einem Selbstmord. Das ist ja doch eine ethisch brisante Tat, aber nicht nur das, sondern auch eine bestimmte Position sozusagen, eine moralische Position, was da durch Brunngrabe entfaltet wird. Und gibt es bei Schlick in seinen ethischen Texten und so weiter etwas, was diesbezüglich auch interpretierbar ist, so heranziehbar ist oder dazu etwas, eine Hilfe gibt, oder Na, die ethische Bewegung hat auch beinhaltet, wie hat das geheißen, spezifischer Ausdruck, Lebensmüdenstelle hat das geheißen. Und das ging darum, dass diejenigen, die sozusagen wirklich ausgeschlossen waren, also Arbeitslose etc., beraten werden im Sinne dieser ethischen Bewegung. Man hat, aus heutiger Sicht wirkt das Sonntagsreden gehalten, also etwas anachronistisch und Alternativen zur Messe, zur katholischen Messe. Also man hat eingeladen und statt einer Predigt gab es die Sonntagsreden, das waren so weltliche, so freidenkerische und monistische Sonntagsreden, wo diese Ethik eine Rolle spielte und sozusagen eine
darauf einging, dass eigentlich die Zustände katastrophal sind und Selbstmord durchaus eine Option darstellt, eine rationale. Und das hat man realisiert und da war Schlick gemeinsam mit Börner, Ludwig Börner, der das alles organisiert hat, hat auch Vorträge gehalten, Ethik der Pflicht, Ethik der Güte und sozusagen Lebenseinstellung als Grundprinzip. Und das ist Individualethik, also im Gegensatz zur Sozialethik, die im Wesentlichen bei Neurath ja, sehr gut ausgearbeitet war. Aber es gibt keine, sozusagen keine Wertung oder Bewertung dieses von Suizid oder es gibt auch keinen Kommentar zu Brunnengraber und zu seinem Roman. Schlick wird auch so ein gutes Spiel zum Beispiel in Erinnerungen als jemand dargestellt, das so befreiend wirkte auch der Jugend, indem er von alt hergebrachte auch Verhaltensweisen und man kommuniziert und so weiter, davon irgendwie also viel anders war. Und so gemäß war er sehr zeitgemäß und hat auch eben die Jugend angesprochen. Ja. Aber offenbar hat er irgendwie in seinen Texten so das nicht formuliert. Na, ich glaube nicht. Er hat die jungen Leute wirklich fasziniert, wenn man die Hilde Spiel liest, ihre Kommentare, dann sind das Lobeshymnen. Und er hatte unter seinen Studenten, die er betreute, 3, 4 Marxisten. Und er wusste, dass die Kommunisten und Marxisten waren. Er wusste es. Und er hat sie inspiriert und die haben bei ihm dissertiert. Das heißt, die waren von ihm auch eingenommen, haben ihn als Autorität, und er war eine Autorität in der Naturphilosophie natürlich, und haben ihn bewundert als Lehrer. Ich kann mich nur erinnern, also meine Gespräche mit Wolitscher, wie in welchen Tönen, lobenden Tönen der von Schlick gesprochen hat. Das ist ja sozusagen in der Wahrnehmung keine Selbstverständlichkeit und zeigt etwas von dieser Faszination der Persönlichkeit, unabhängig von konkreten Inhalten. Und der zweite war, den habe ich noch kennengelernt, Ludovico Scemonat. Der hat in Italien, er war einerseits der Begründer der Wissenschaftstheorie der Modernen, war aber in der kommunistischen und dann später in der maoistischen Bewegung aktiv. Und der Albert Blamberg, der nach New York ging mit Feigl, das war ex-politisch linke Denker, die sich dieser Philosophie angenähert haben und diese Philosophie aufgenommen haben. Also die eine Vereinbarkeit dieser politischen und philosophischen Positionen gesehen haben. Also und das wäre... Oder Edgar Zilsel, der Schlick sehr bewundert hat. Also der ihn wirklich als Philosophen einer der besten Nachrufe geschrieben hat über Schlick. Also das ist ein Phänomen gewesen, Schlick in Lehre und Forschung und das ist eine und dann Schlick im Wiener Kreis, also in der Außenwirkung in der Wiener Kulturbewegung. Die Tatsache, dass er sich, obwohl er die Sozialdemokratie eigentlich ablehnte, bis zum Schluss als Vorsitzender zur Verfügung stellte und massiv gegen die Auflösung kämpfte, ist ja allein eine bemerkenswerte Aktion gewesen.